Läuft bei dir. Ein auf Tattoos da bedeutet, damit die Eltern nicht sehen, wenn man nach Hause kommt. Hi Mom! Ich gehe in meinem Zimmer, Mom! Freunde, mein Name ist Bruce, das ist eine neue Folge von Was los? Freunde, yes, yo, für euch habe ich gleich zwei Sachen. Ja? Einmal gibt es für alle unentdeckten Talente da draußen, rap-technisch gesehen, was Mieses, aber dazu kommen wir gleich, ja? Diese Folge heute, Royal Arena Festival. Ich habe einen Rundlauf gemacht, den schulde ich euch noch und der kommt jetzt. Ich kann euch garantieren, wie immer, ihr wisst, diese Ruse Rundlauf. Schöne Grüße in die Schweiz, das waren echt coole Leute. Danke für eure Gastfreundschaft. Es kommt auf jeden Fall noch ein zweiter Teil. Es gibt noch Graffiti und Tischtennis-Battle vom Royal Arena und ich habe noch ein mieses Interview für euch. Bevor wir in die Show einsteigen, habe ich noch etwas für alle Talente da draußen. Guck mal. Mir schreiben ja dauernd Leute bei Facebook dies, das. Ruz, hör bitte meine Sachen. Ruz, empfehle mich da. Ruz, kannst du meine Sachen Zabasch zeigen oder so. Keine Ahnung. Millionen. Heute habe ich was für euch. Okay, pass auf. Die Lösung ist, wieso bewirbt ihr euch nicht bei Rap-Tags? Ja, Rap-Tags. Pass auf. Ich sage euch mal, wie die Adresse heißt. Ja, raptags.de. Schreibe ich in die Beschreibung gleich rein. Ja? Pass auf. Voll smooth bei diesem Contest hier. Habt ihr die Möglichkeit, einen Plattenvertrag zu bekommen bei Chapter 1/Universal, klar. Bei Chapter 1, wer da alles ist, Freunde, googelt 2 Sekunden und ihr werdet sagen, okay, mies, Alter. Und da wird auch Ramin selbst sich um euch kümmern, Salam Baba. Das ist der Kollege Ramin Bozogzade, dürfte euch auch ein Begriff sein, wenn ihr im Game seid, wenn nicht, dann googelt das kurz. Der hat alle Rapper schon, ja, alle Größen schon connected. Und arbeitet mit vielen Größen zusammen. Also du wärst da quasi Labelpartner von miesen Leuten, ja. Was du dafür machen musst, ist eigentlich ziemlich easy. Du musst einen Track hochladen, ja. Dann gibt es eine Jury, bestehend aus Kurdo, ja. Sascha Bührend, aka Busy, ja. Altmeister Falk Schacht und Beat, wirklich Chef an den Beats, KD Supir. Schöne Grüße, Alter. Freunde, die beurteilen deinen Track. Du lädst deinen Track hoch, die beurteilen das. Dann gibt es aber nochmal 2 Online-Votings von den Fans. Ja? Alle Infos, wie es ganz genau abläuft, bei raptags.de. Das habe ich dir in der Beschreibung schon reingeschrieben. Ich sag mal so, guck mal, laber mich nicht voll, mach einen Track, einen miesen Track. Ja? Verschwende nicht die Zeit dieser Leute. Lad einen miesen Track hoch. Am Ende gibt es ein großes Live-Finale. Da musst du natürlich auch nochmal zeigen, was du drauf hast, klar. Wir können ja nicht jedem Horstien-Signing anbieten. Tja, was heißt wir? Ich habe damit eh nichts zu tun. Ich weise euch nur darauf hin. Freunde, was cool ist, ist, dass die Top 10 sowieso, ob du gewinnst oder nicht, wenn du unter den Top 10 bist, kriegst du bei den True Business Studios hier in Berlin deinen Track auf jeden Fall nochmal auf professionelle Ebene gemischt und so weiter. Das ist schon mal cool. Und jeder Bewerber bekommt automatisch seinen Track in allen gängigen Online-Stores zur Verfügung gestellt, online gestellt, bei zum Beispiel Spotify, iTunes und so weiter. Okay, Freunde, ist das was? Ja, jetzt quatsch mich nicht voll. Jetzt mach einen miesen Track fertig, lad das da hoch und dann werden wir sehen, ja, wie weit du kommst. Ich beobachte das Ganze und vielleicht, keine Ahnung, also wenn ein mieser Typ dabei ist, warum nicht, zieh ich mir den auch noch rein hier für die Show. Vielleicht gibt es ja auch eine Einladung von Ruz in die Was-Los-Show. Natürlich, wenn du den Deal hast. Vielleicht bekommst du den Deal nicht, aber dein Track ist mies. Ich weiß nicht, wie du guckst. Ich würde sagen, wir steigen in die Show ein und wir sehen uns am Ende der Sendung wieder. Was geht ab, Freunde? Wir sind in Biel in der Schweiz. Ich glaube, das heißt Biel hier. Wie ihr seht, kompletter Ausraster hier. Natürlich hiphop.de am Start, alles am Start hier. Richtig mieses Zimmer haben die mir gegeben. Also hiphop.de, Alter, läuft bei uns. Keine Ahnung. Ein miesestes Zimmer, ganz für mich alone. Auch nochmal, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber hier so einfach auch so Büroraum. Ah, jetzt ist es auch schön heiß, machen wir so einen Tee gleich. Es ist zwar sehr, sehr heiß draußen, aber ein Tee ist immer gut. Ihr wisst, das ist Desert-Wissen. Das kühlt von innen und so. Gleich ein paar Desistrol reinhauen. Ich zeige euch mal kurz meine Terrasse. Uiuiui, läuft bei uns hiphop.de, Mann. So läuft riesen, ein wirklich riesiges Zimmer. Da muss ich auf jeden Fall nochmal sagen, thanks to my own company, hiphop.de, dass ihr so diese macht. Die Zeiten sind vorbei auf der Couch von Toxic Schlafen und so, weißt du, hiphop.de läuft jetzt, weißt du. Auf jeden Fall,
Ja, ich bin ein bisschen fertig, Alter. Ich muss jetzt zum Festival. Habe erstmal neue, nice Shoes bekommen. Die droppe ich gleich auf mein Auge. Auf jeden Fall Royal Arena Festival. Bin zum ersten Mal hier. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare. Wart ihr schon mal hier? Seid ihr hier gewesen? Ich war jetzt überall auf jedem Festival. Cool, so sehe ich voll jung aus, habe gar keine Augenringe. Ich sollte immer im Handstand rumlaufen. Gestern war einfach T.I. da und Busta Rhymes. Und Busta Rhymes ist auch noch bei T.I. einfach so auf die Bühne gegangen. Und ich war echt begeistert, ey. Solange ich Busta kenne, vergesse ich natürlich immer wieder, was so unfassbar krasse Hits der hat. Ich meine, vor allem, wie viel Hits der hat. Ey, der hat einfach 2 Stunden gespielt und einfach 2 Stunden lang jeden Song kannte jeder und hat jeden Song mitgerappt. Es gibt einen Song von Busta, den man nicht kennt. Ey, das ist einfach, der Typ ist einfach ein Single-Gott. Hit-Machine. Auf jeden Fall, Freunde, ich mache mich jetzt gleich auf den Weg mit dem Team zum Festival wieder. Und wir werden heute einige Festivalbesucher auf dem Schirm haben, wie dann, ihr wisst, Festivalrundgang. Wir werden vielleicht Graffiti sprühen, Erich und ich werden einiges durchziehen. Helene, wird die Amis interviewen, sie ist dabei heute. Und ich würde so eine halbe Stunde pennen, ey. Aber scheiß Wecker, ey. Oh Mann, immer wenn ich vom Pennen spreche, kommst du am Start. Habt ihr am Klingelton erkannt, welches Handy ich habe? So, Freunde, wir sind auf dem Weg zum Festivalgelände mit Erik hier am Start. Erik, gut, auch immer, dass sie Erik sagen. Ne? Danke. Alle sagen Erik. Auf jeden Fall, Freunde, wir sind am Start. Ein Riesenwagen des Grauens. Ich zeig euch den Wagen mal, während wir hier an unserem Hotel vorbeifahren. Was sehr unscheinbar ist, aber... Piloten-Selfie, wo du am Flieger sitzt. Ach so, ja, ja, klar. Diese Remix. So, Freunde, wir sehen uns auf dem Festival wieder. Wir düsen jetzt kurz ein. Wir sind im Kanton Bern. Es ist Kanton Lernen. Es ist französisches Lernen hier. Voulez-vous parler en maison? Let's go. Wie man sieht, sind einige Leute auch mit Liveband unterwegs. Der wird sich hier echt viel Mühe gegeben. Guck mal hier. Hier der Gitarrist. Der hat aber einiges zu tun mit seinem Fuß. Da wird einiges an Effekten gestartet. Hier sieht man das ganze Equipment, da ein überdimensionales. Also der Typ, der hier keyboardet, der hat viel zu sagen. Ne? So, der hat's drauf, Alter. Ich bin mal gespannt, wer das ist überhaupt. Da ist die Playlist, wer könnte es sein? Bei mir No Drinks und direkt überall Flaschen. So, no Drinks. Ja, auf jeden Fall, ich bin gespannt, wer das ist. Vielleicht habt ihr es, ich glaube, das ist eine französische Band, vielleicht habt ihr es an der Playlist schon erkannt. Dann schreibt mir das in die Kommentare. So, wir gehen jetzt runter von der großen Bühne mit Merich und machen einen Rundlauf. Erstmal Backstage checken, was abgeht. Den verrücktesten Festivalbesucher. Ja, wobei, hier gibt es keine Verrückten. Jesus. Dicker, wo Weed ist, gibt es keine Verrückten, das muss man sagen. Das ist der Nachteil an Weed wieder. Alle sind gechillt. Keine ausgeflippten, ausgebrannten. In der Schweiz die sind alle. Nimmst du auf? In der Schweiz sind die Leute sehr gechillt. Ganz anders als in Deutschland. Das haben wir schon auf dem Frauenfeld gesehen, ne? Ja. Aber wir sollten uns echt gleich noch Mützen besorgen. Hier sieht man, wer was darf. Du siehst hier, wir haben ja so einen Tee. Das heißt, Tee darf so ziemlich alles, Dicker. Was ist das? Künstler, Ob und Art. So, wir sind natürlich keine Artist, wir sind Schmartist. Das ist so was dazwischen. Guck mal, Leute sind jetzt schon am Start und gucken, wer da kommt. Wer kommt denn da? Jetzt schon 3 Uhr. Das frage ich mich immer, wer sind diese Menschen? Weil, ey, weil ich muss Respekt geben, weil das sind Die Hard Fans so. So war ich auch früher, als ich so 13, 14 war. Nein, stimmt nicht. Warum? Ich konnte mir Eintritt nicht leisten. Ich habe aber zum Beispiel Eminem und viele immer von außen gehört. Bei uns im Stadion konntest du außen auf den Baum klettern, hast kaum was gesehen, aber du hast alles gehört. Das ist beim Hip-Hop Open auch immer so gewesen. Ja. Ich habe gehört, die Leute saßen dann immer, weißt du, die haben sich so Campingstühle mitgebracht und so. Und chillen draußen vom Gelände. Oh, da geht's aber hier wieder. Ihr wisst, Freunde, ich bin Graffiti-Liebhaber. Ich habe auch mal gesprüht. Da sind miese Graffiti-Sticker. Wir sprühen auch gleich eine Runde. Ja, komm, wir suchen mal die Graffiti-Leute. Lass mal die Breakdancer suchen. Aber ich kann euch sagen, das hier ist nicht irgendeine Scheiße, die man auf irgendwelchen Festivals sieht. Das ist teilweise sind das die besten Sprüher der Welt, Mann.
Das ist mies, Alter. Das ist richtig, das ist mieseste Zeug. Guck mal, wie sauber der gesprüht hat. Auf so eine gebogene Leinwand. Ich zeige euch noch mal ganz kurz hier diesen hier. Das sind alles Leute, leider, ich kenne sie mit Namen nicht mehr. Bin ja schon auch lange nicht mehr aktuell dabei. Aber immer wieder beeindruckend, was die Leute so reinhauen. Zieh dir das mal rein, Alter. Sehr ein bisschen toastmäßig so. Alter, Alter. Guck mal, wie die Feinheiten, Alter. Einfach geil. Guck mal hier. Ich meine, ihr dürft nicht vergessen, eine Sprühdose hat eine bestimmte Dicke. Das ist die Standarddicke. Und wenn du damit so ein Bild malen kannst, Digga, da bist du jemand. Süße kleine Shops hier, kann man auf jeden Fall ein paar so coole Sachen besorgen. Jetzt müssen wir eigentlich Aria mitbringen, oder? Jesus. Ja, ja. Ist das was? Ist ein Album für dich, Jesus? Jesus, Alter. Für Aria wäre das Aria, nicht schlecht. Aria, der liebt das, ne? Hallo. Hallo. Are you feeling good today? Hey, was machen Sie da? Make some noise for the man of the hour. Murder Alexander, get on stage, sir. Now we got Skilluminated, Good Fellas, and Skilluminated. Party rocks. So, wir gehen jetzt nach hinten zum DJ und gucken mal von oben ein bisschen, ob wir was, ein paar Sachen erhaschen können, ein geiles Bild erhaschen. Schon voll geworden, ne? Mega voll geworden, Alter. Diese Hopsen und so, die ziehen jetzt hier alles. Ja, der Klaas, Alter. Was geht, Mann, Alter? Diese, Alter. Was geht, als Erich? Was ist das für ein mieses Wu-T-Shirt, Alter? Das sind diese Beans, ne? Wie ist das mal? Killer Bees. Killer Bees. Wu-Tang in the Sport. Killer Bees. Wo kommt ihr her? Kannst du einen Wu-Tang-Part rappen? Ah, der ist ein Fight. Echte Fighter. Ah, ja, ja, er ist ein Fighter. Ich bin ein Fighter. Er ist dieser MMA. Er hat Manuel so mies zugemacht. Ja, ja, klar, klar. Mit euch gleich Runde 2. Haben wir ja nicht gesehen. Was hat euch gefallen heute hier? Heute nichts. Nur gegessen und gechillt? Ja. Aber ihr seht auch nach miese Sonne. Chillerei aus. So. Wie geht's? Du hinter dem? Was macht ihr hier? Nepo auszahlen. Was? Nepo auszahlen. Und Spende für Waffen in Nepal. Spende? Ja. Ihr macht Spende, aber können wir auch spenden? Ja. Aber ihr macht Spende. Wir machen keine Spende. Wir spenden nur. Ich mach Spaß. Wofür spendet ihr? Ach so, dein Depot kann man spenden. Ja. Ah, eine sehr geile Aktion. Okay. Also auf jeden Fall eine geile Aktion. Ich glaube, das ist von. Ist das Viva Con Agua oder was ist das?
Ah ja, das ist nice, das ist cool. Okay, viel Glück noch. Achso, das Pfandding kann man hier spenden, ja? Dann holt man sich seinen Pfand zurück und dann spendet. Das ist eine geile Aktion. Dann bleibt es hier alles sauber. Dann bleibt es alles sauber und man hat was getan. Alles cool? Ja. Yeah. Was ist das? Ja, klar, Foti. Ey, kein Foto, nur ein Foti. Ein Foto, ey. Yes, man! Wie findet ihr hier? Wie findet ihr es hier? Sag mal. Police, ja. Er grüßt mit einer Art Police, ja. Police. Warum musst du so lachen? Voll schlimm. Wir kommen dann. Hip-Hop. Oh, nein. Ich bin von RTL. Schon, ja. Habt ihr in Österreich hier RTL? Ich bin von mitten im Leben. Wie findet ihr das? Sagt doch jetzt mal was. Wie findet ihr das erste Mal hier? Sagt doch mal was. Ey, red doch mal. Nur weil ich so süß bin, rastest du das aus? Mega, mega. Ich can't handle. Guck mir in die Augen. Läuft bei dir. Ein auf. Tattoos da bedeutet, damit die Eltern nicht sehen, wenn man nach Hause kommt. Hi, Mom. Ich gehe in meinem Zimmer, Mom. Jawohl. Komm, let's go. Schnell hoch. Wünsch dir was von Genetik. Du weißt diese Bruder. Ja, was geht? Ich bin diese Royal Arena Festival hier in einer Stadt, die ich noch nicht aussprechen kann, aber ich werde jetzt im Laufe der Zeit lernen. Ich bin hier im Backstage. Ich will den Artists, die nicht so Bock haben, so jetzt extrem auf den Sack gehen. Deswegen fühle ich mich hier in... Ach, scheiß drauf. Ich gehe auf den Sack. Let's go, Alter. Guck mal, was abgeht so. Ich werde die Leute nicht so anlabern, aber wenn ihr jemanden erkennt, schreibt es in die Kommentare. Hi, Helen. Hi, it's actually Helen. Nice to meet you. How you doing? Hi. That's your seat right there. I'm just gonna sit there. Okay. And then maybe one of you guys can sit there, and then the rest there. All right. Gut gehen lassen. Ah. Was machst du? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt erstmal jetzt Royce und Primo, ne? Royce 5'9. Yes. Erstmal, nee, du hast Royce hast du schon mal gehabt auf dem Frauenfeld. Beide. Primo. Waren die als Primo da? Ja. Ah ja, krass. Primo. Primo. Meine Haare sitzen gut. Ja, erzähl ihm bitte eine Frage, die du ihn stellen musst. How do you like the hair of the Roos? Kannst du das machen? Of the Roos. Als guck mal, er schickt alle weg, er schickt alle weg. So. Weil jetzt kommen die Stars, er schickt alle weg. So, diese Fame. Are you ready to go home? No! Are you sure? No! Fuck that, Scratch Talk, give me another classic. So, Helene macht jetzt noch den Host der ganzen Sache hier, Freestyle, ja, kennt man, New Yorker, kennt man auch von Massive Töne, ihr könnt euch das Interview noch, voll kalt, sehr, sehr kalt geworden, ihr könnt euch das Interview dann nachher reinziehen, yes. Yes, yes, ja, Freunde, ich hoffe, das hat Spaß gemacht, hier zuzuschauen.
Royal Arena Festival. Es war uns ein Fest. Es war lustig. Falls ihr da wart, Freunde, schreibt mir mal in die Kommentare, welchen Auftritt ihr am besten fandet. Natürlich, die Schweizer Allstars haben abgerissen. Ich fand aber wirklich echt krass Busta Rhymes, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass der alte Mann, hätte ich jetzt fast gesagt, das noch so bringt. Freunde, peace out, schöne Grüße an raptags.de, da ist alle Infos zu dem Kontext. Schöne Grüße auch an Universal und Chapter One, gute Aktion auf jeden Fall. Ich telefoniere gleich selber nochmal, ob ich da eventuell auch selber mitmachen kann, weil ich so mag. Freunde, abonniert unseren Channel hiphop.de, wir sind die einzigen, die nach oben gehen. Der Rest macht jetzt was mit Schlager und ja, ich glaube, die machen auch was mit Rock. Ja, wir bleiben Hip-Hop, natürlich. Hallo Treu, ja, Treu wie Fanta 4. Like dieses Video, zeigt mir, dass Liebe im Haus ist. Ruse, Alter, Gangzeichen für die Medien, die nicht wissen, das hier ist eine Hip-Hop-Sendung. Wir sind raus, Freunde.